Hallo zusammen, herzlich willkommen zu The Long Dark im Story-Modus. Das wird eine ganz interessante Sache. Ich bin nachgeforscht ein bisschen über dieses Spiel, ne? Und man findet ja nichts darüber an Informationen, so gut wie nichts. Ich habe dann Leute angeschrieben und versucht Insider-Informationen. Das ist so ähnlich wie bei diesem, ich habe doch mal dieses Point-and-Click-Adventure gespielt, dieses unbekannte holländische Point-and-Click-Adventure, wo auch nichts darüber bekannt war. Die Pony A war das. Und da habe ich auch anhand des Titels und von Randinformationen ja abgeleitet, worum es in dem Spiel gehen könnte. Und ich glaube, ich habe da was gefunden, worum es hier bei The Long Dark gehen könnte. Ich habe was Sachen gelesen, nur Fragmente, ne, von Gipfeln und Eiseskälte und Feuer und naja, ich habe mir halt überlegt, The Long Dark kann ja vom Titel her, da kann es sich ja nur um eine langbeinige, dunkelhaarige Frau handeln und ich schätze mal, dass unsere Beziehung irgendwie noch ein bisschen angekühlt ist oder sie vielleicht eiskalt auch vom Charakter ist, ne? Und naja, es geht halt wahrscheinlich dann darum, auch die Leidenschaft anzuheizen, das Feuer zu entfachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr vielleicht am Ende ihre Gipfel besteigt. Ich weiß es nicht genau, aber wir werden mal reingucken jetzt. Und aber so rein von der Titel her würde ich das so ableiten, dass es so ein Spiel ist. Es könnte sich natürlich auch um ein ziemlich cooles Survival-Spiel mit richtig Story handeln. Das werden wir jetzt gleich sehen. Okay, so, starten wir mal Wintermute. Ich habe es ja schon mal angespielt im Survival-Modus. Und auch gar nicht so kurz überlebt. Und ich bin jetzt echt gespannt auf die Story. Es soll insgesamt 5 Kapitel geben. 2 oder 3 von den 5 Kapiteln sind schon fertig. Und dann will ich sagen, fangen wir mal an. Ich habe es ganz kurz angespielt. Wir starten jetzt einfach mal neu. Bin auch gleich dreimal gestorben, ne? So, ist Ton überhaupt an? Ja, ist an. Episode 1. Geh nicht gelassen. Ja, ich hänge nicht im Bild rum. Mackenzie und Dr. Greenwood werden getrennt, nachdem ihr Flugzeug in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt ist. Mackenzie kämpft ums Überleben und erkundet die Kleinstadt Milton, in der ihm das Ausmaß dieser stillen Apokalypse bewusst wird. Da bin ich mal gespannt. Autsch. So, ich habe gerade den Hinweis bekommen, dass die Kamera asynchron ist. Ich glaube, ich muss die Logitech echt mal auf den Müll schmeißen und mir eine neue kaufen. Jetzt müsste es passen. Und mir ist aufgefallen, dass ich die Stimmlautstärke nochmal lauter stelle. Die erschien mir jetzt gerade ein bisschen zu leise. So. Also ich glaube, Asynchronitäten müssten jetzt beseitigt sein, ne? Könnte ich mir nochmal sagen. Okay, zurück zum Spiel. Das sieht übel aus. Aktion. Okay, klicken wir uns durch. Ey, rausgetappt. Das sieht übel aus. The Long Dark. So, wir sind hier runtergekommen. Ich muss mich vor dem Wind in Sicherheit bringen. Tagebuch aktualisiert. Kapitel 1, das Überleben des Stärkeren. Es sieht aber schick aus hier, oder? Phänomenal. Geh mal weg, Text. Ich will ein Foto machen. Dankeschön. So. Wir müssen uns ein bisschen sputen. Nein, an dieser Stelle bin ich x-mal verreckt. Wir haben ein Erste-Hilfe-Set. Das können wir durchsuchen.
Einfach gedrückt halten. Verband, Antibiotika und noch ein Verband. Erste Hilfe. Am Anfang gibt es so eine Art Tutorial. Untersuche deine Behandlung und lerne, wie man Wunden verbindet. Es gibt viele Arten, in der Wildnis zu sterben. Oh ja, Medizin, ob hergestellt oder in der Natur gesammelt, kann dein Leben retten. Prüfe deine Gesundheit im Statusbildschirm. Führe Behandlungen über das Kreismenü Erste Hilfe durch. Du kannst Behandlungen auch über das Rucksackmenü auswählen. Mit dem Kreismenü muss man anfreunden. Steuerung, dein Schlüssel zum Überleben. Vorbereitung und Selbstbeherrschung sind das A und O des Überlebens. Wenn du nicht sicher bist, wie du eine Funktion nutzt, beachte das Steuerungsmenü. Es könnte dir das Leben retten. Tja, so ein gutes Menü. Wir gehen hier mal rein ins Inventar. Erste Hilfe, Bandage. Ich muss mal eben schnell machen. Wir können uns das dann in Ruhe angucken. Weil der ist wirklich kurz vorm Verbluten. Das ist nicht so cool. So, jetzt nehmen wir den hier mit, den Karton, den können wir auseinandernehmen. Dauert 9 Minuten, wenn wir diesen Splitter, den wir wiederverwertet haben, nehmen. Oder dauert 12 Minuten, wenn wir nichts benutzen dafür, also kein Werkzeug. Aber hier geht es jetzt gerade erstmal so ein bisschen um Zeit. Weshalb ich einfach mal alles aufsammle, wie diese Zeitung, Stück Stoff, Zeitungspapier, noch ein Stock, noch ein bisschen Stoff, Zedernholz, das gute alte Zedernholz. So, sehr schön. Ich will jetzt nicht nochmal sterben. Feuer spendet Wärme, Wasser, Essen, Schutz. Wähle die Option Lagerfeuer im Kreismenü aus. Du benötigst folgendes: einen Zünder, Zunder und Brennstoff. Mit einem Brandbeschleuniger beschleunigst du den Vorgang. Die Brennstoffart wirkt sich auf die Brenndauer und die Hitzeentwicklung aus. Mit einem aktiven Feuer kannst du kochen und Wasser kochen. Außerdem verhindert es, dass du erfrierst. Dann gehen wir mal rein. Jetzt will ich mal gucken, wie ich mit dem Kreismenü ein Feuer machen kann. Ah, da, Lageraktion. Lageraktion, Feuer machen. Jetzt können wir hier aufstellen. Und jetzt können wir es anzünden. Wir haben 10 Streichhölzer, wir haben 2 Zunderbündel und 4 Stöcke. Das heißt, wir machen jetzt erstmal ein Feuer. Das muss übrigens nicht immer klappen. Das dauert auch ein ganzes Weilchen, bis das Feuer an ist. Da habe ich mich noch so dumpf dran erinnert. Und das kann fehlschlagen. Das ist dann schwierig, wenn man nur noch 2 Zunderbündel hat. Dass man das zweite Mal auch nicht klappen will. Aber ich will mal annehmen, dass es im Tutorial... Es hat ja auch schon mal nicht funktioniert gestern. Ich glaube, im Tutorial wird es meistens auch... aber nicht cool hier, dieser Anfang allein irgendwie, dass man direkt... Fire's life out here. Hier draußen ist Feuerleben, das stimmt. That's all I have in me. Mehr schaffe ich nicht. Ich muss mich hinlegen, sonst kippe ich um. Das passiert jetzt gerade automatisch. Das Feuer brannte nur noch eine Minute. Ist vielleicht nicht so die beste Idee, sich jetzt hinzulegen. Tag 2. So durstig. Ich muss einen Weg finden, um Schnee zu schmelzen. Zustand. Der Zustand ist ein Frühwarnsystem. In der Schnellübersicht oder im Kreismenü siehst du deinen aktuellen Zustand sowie Informationen darüber, wie kalt, müde, hungrig oder durstig du bist. Leere oder rot markierte Werte bedeuten, dass dein Zustand abnimmt. Sobald dein Zustand aufgebraucht ist, stirbst du. Unten sieht man, durstig ist rot und ja, Magen ist leer und nimmt auch ab. Also nicht der Magen, aber wir suchen nur was nach etwas Nützlichen jetzt. Die ist nach wie vor leer. Also, wir müssen Schnee schmelzen. Wir können diesen Zweig hier auch auseinandernehmen, kriegen wir 3 Stöcke raus. Dauert aber Zeit. Hier unten links dieser Balken müsste mein Kalorienvorrat sein, weil ich kriege mit der Zeit ja auch Hunger. Das ist das Ding. Oh, was war denn hier? Karton. Ja, den nehmen wir nochmal mit, die Zünderbündel. Das ist nur zum Anzünden von Feuer an der Stelle gedacht. Das sieht wie Trümmer von der Absturzstelle aus. Kiste. Die können wir auch auseinandernehmen. Dadurch kriegen wir richtiges Holz. Na, ja, das ist mein Lebensbalken. Aber Kalorienbalken müsste es auch... Ja. Das wird der Lebensbalken sein, wenn meine Kalorien auf Null... Ah, guck mal hier. Ein-Mann-Packung, moderne, hochwertige EPA, die streng genommen echte Lebensmittel enthält. Streng genommen echte Lebensmittel. Sorgt dafür, dass Soldaten nicht aus den Stiefeln kippen. Bringt 1750 Kilokalorien.
Nochmal Streichhölzer. Ich würde sagen, wir essen direkt mal was. Da. Essen. Ja, stimmt, das ist mein Lebensbalken, aber der sinkt halt auch langsam. Zumindest harmoniert das irgendwie beides miteinander. Ach ja, muss ich ja gedrückt halten. Ihm ist kalt. Ihm ist richtig kalt, was ich verstehen kann. Ah, Brandbeschleuniger hat sich da drin versteckt. Das nehmen wir mit hier. Hagebutten, die kenne ich auch noch. Die brauche ich jetzt noch nicht. Wer sagt denn das? Oh, Wasserreinigungstabletten. Die hätte ich fast übersehen. Die sind sehr praktisch nämlich für uns jetzt. Die Wasserreinigungstabletten, die brauchen wir. Und wir nehmen, wenn wir die Zeit haben, nehmen wir hier, was haben wir denn da? Birkenrinde. Diesen Zweig würde ich ganz gerne auseinandernehmen. Schnee schmelzen. So machst du aus Feuer Wasser. Mit einem Feuer kannst du Schnee zu Wasser schmelzen. Schmelzen alleine reicht aber nicht, um Trinkwasser herzustellen. Wenn du Brennstoff hast, solltest du das Wasser danach kochen, um Bakterien, Parasiten oder Verunreinigungen zu entfernen. Wasserbehandlungstabletten reinigen nicht trinkbares Wasser, ohne deinen Brennstoff zu verschwenden. Die kenne ich auch noch, die sind aber sehr selten. Werden wir gleich mal gucken, was wir machen. So, unser Feuer ist aus. Das können wir jetzt wieder anzünden. Wir brauchen mal ein Streichholz wieder dafür. Und nehmen jetzt hier mal, nehmen wir ruhig die Birkenrinde als Zunder. Den Brandbeschleuniger spare ich mir gerade erstmal. Come on. Na komm, schaffst es. Wie gesagt, das muss nicht immer klappen. Ich weiß gar nicht, was man macht, wenn man keine Streichhölzer mehr hat. Und das klappt nicht. Dicke Backen, würde ich sagen. Ne? Da, da, da. Gucken wir mal. Well, thank goodness for that. So, das brennt 25 Minuten. Bringt 3 Grad Heizleistung. Wir schmeißen da jetzt nochmal Altholz nach. Jetzt brennt das schon 57 Minuten. Und wir schmeißen, glaube ich, nochmal Altholz nach. Sonst können wir hier uns was zu essen herstellen, wenn wir was hätten. Oder wir können Schnee schmelzen. Ich mache erstmal einen Liter. Das dauert nämlich ein Weilchen. Oben sieht man, wie die Dauer rumgeht. Mir wird aber immerhin schon wärmer. So, und jetzt könnten wir das Wasser kochen. Ich werde stattdessen lieber nochmal Schnee schmelzen. Und deshalb, da muss man aufpassen, dass das nicht, ne, dass man kann während des Vorgangs kein Holz nachlegen. Ne? Das ist das Ding. Das heißt, wir machen das jetzt nochmal. Brennstoff hinzufügen, zurück. Ne, darauf. Und werden das Wasser jetzt reinigen mit den Tabletten. Wir haben 3 Liter nicht trinkbares Wasser. Und daraus wollen wir jetzt 3 Liter trinkbares Wasser machen. Okay, wie es geschüttelt hat, kann man richtig hören. Ob wir Fluffy wiedersehen, weiß ich gar nicht. Ich bin gespannt auf Fluffy. Da habe ich, glaube ich, ein Problem. Fluffy und ich haben ja ein ganz besonderes Verhältnis zueinander. So, ich gucke mal eben kurz mal in mein Tagebuch hier rein. Hier stehen nicht meine Aufgaben. Stelle Wasser her und trinke es, um nicht zu verdursten. Suche Nahrung und iss etwas, um bei Kräften zu bleiben. Das haben wir getan. Wir müssen jetzt nur noch was trinken. Ich gehe davon aus, dass wir mal trinken müssen, bis wir komplett voll sind. Zack. Leiden, Infektionsrisiko. Der Schnitt schmerzt. Ich hoffe, er entzündet sich nicht. Da sieht man noch hier. Hier die Hand. Ne, das ist das Infektionsrisiko. Behandlung mit einem feuchten Schwamm oder was das ist. Oder mit dieser Flasche hier behandeln. Die haben wir doch. Und zwar hier. Wir hätten Antibiotika. Das ist, die braucht man, wenn es zu spät ist, wenn man sich bereits infiziert hat. Und das Wasserstoffperoxid, das brennt ja gar nicht. Ne? Das tragen wir dann mal eben auf. Und dann müssten wir auch wieder fit sein. I don't feel so good. Mir geht's nicht gut. Ich muss mich ausruhen. Mach das, du hast nur 8 Minuten, um mich auszuruhen.
Also Fluffy würde ich ganz ungern. Wenn ich Fluffy im Rahmen meiner Questreihe umbringen müsste oder ich muss da rein, weil wir wissen, da kommt nur einer wieder raus, habe ich ein Problem. Das wird damit schlechter. Ich brauche ein zuverlässiges Feuer, um mich zu erfrieren. Ich finde das ganz cool gemacht, wie die einen an das Spiel hier heranführen. Wenn ich nicht genug Feuerholz für die Nacht sammle, erlebe ich den Morgen vielleicht nicht. Ich finde das mit den Untertiteln ganz gut, da bin ich ganz froh drüber. Mit den Stockern kommen wir nicht weit. Wir müssen hier schon auch diese Kisten auseinandernehmen. Wer auch immer mir da über Nacht eine neue hingelegt hat. Finde ich interessant. Ich sterbe, wenn ich nicht bald aufwärme. Ja, jetzt jammer nicht so. Ich bin auch schon am Sammeln. Mensch, Mensch, Mensch. Aber wir konnten rechts oben sehen, dass die Sonne langsam untergeht. Da haben sie schön gemacht. Und dann wird es auch knüppelkalt. Lass uns mal gucken, ob wir hier noch mehr richtiges Holz finden. Zur Not gehen auch Zweige. Hier ist noch eine Kiste, das ist viel wichtiger. Die nehmen wir noch auseinander. Man muss da ein bisschen auf den Balken achten. Weil ich hier wirklich kurz vorm Erfrieren bin. 485 Kilokalorien haben wir nur noch. Das ist nicht so gut. Wir gehen mal raus. Den Gekorner mitnehmen. Ja, lass mal reingehen. Das ist jetzt uncool gerade. Mit dem Sturm. Ich möchte hier nicht wegsterben. So. Wir gehen hier nochmal rauf. Weil hier steht, entzünde ein Feuer in der Höhle, das die ganze Nacht brennt. 9 Stunden. Und das ist das, worauf es ankommt. Ich habe da mich erst wie blöd vorgesessen und mich gefragt. Ja, jetzt schlaf doch. Es ist im Tutorial, geht es noch automatisch. Später muss man sich auch selber hinlegen. Come on. So. Scheint ja zu funktionieren. Das ist wirklich ungemütlich. Und jetzt schmeißen wir so viel Feuer nach, Holz nach, wie wir können, bis wir auf 9 Stunden kommen. Das Buch noch hinterher. Ja, jetzt mal gucken, ob es die Stöcker bringen, ne? Das wird aber eng. Fire looks good. Now to warm up before I freeze to death. Ja. Und? Hallo? Könntest du dich mal... Ah, du musst deine Körpertemperatur steigern. Wärme dich am Feuer auf. Ah, okay, alles klar. Das hat er letztes Mal von alleine. Ja, war viel... Ja, mit den Harubuten bin ich mal gespannt, wann wir die nehmen können. Oh cool, das brennt ja sogar noch. 1:47 Uhr. Krähen, nutze deine Ohren, um zu überleben. Achte auf deine Umgebung, um überlebenswichtige Informationen zu erhalten. Ein Schwarm Krähen am Himmel kann beispielsweise auf einen Tierkadaver oder sogar eine menschliche Leiche in der Nähe hinweisen. Lecker Leichen. Wollen wir mal gucken. Wie auch immer hier mir immer wieder neues Zeug hinschmeißt. Ich bin echt mal gespannt, wie die Story hier so weitergeht. Das ist ja jetzt noch so Tutorial-Part, ne? Fand ich aber sehr hilfreich. Auch als alter Long Dark Fuchs, aber da hat sich doch zu viel geändert. Ich mach das lieber jetzt.
dann spare ich mir Streichhölzer nachher. Das waren ganz schon mal Stürme gewesen. Diesen Baum hat es einfach weggefegt. Ach, und da oben sind die Krähen. Ich fäll trotzdem eben noch mal ein paar Zweige. Besser als nichts. Wer weiß, ob ich noch richtiges Holz finde. Weil, wenn wir gleich Fleisch finden, dann dauert das auch ein bisschen, um das zu braten. Da brauchen wir Holz für. Das brauchst du jetzt auch nicht. So wie man hier bevormundet wird, oder? Das brauchst du noch nicht. Das ist, wie man klein war. Und seine Eltern gefragt hat, nee, dafür bist du noch zu klein. Oder so. Yo. Zedernholz. Ein Stock. You're weak. This carcass could save my life. This doesn't look too good, but what choice do I have? Wo ist denn der deutsche Untertitel geblieben? Er hat sich gerade verabschiedet. So, Fleisch. Da sind 3,5 Kilogramm Fleisch drin. Es ist gefroren. Dauert 15 Minuten, so ein bisschen was zu entnehmen. Kilo. Ja, 1 Stunde 45 Minuten und 666 Kilokalorien. Jetzt geht es hier aber rapide runter. Ich habe jetzt auch gerade kein... Also, ne, Magen war ja eh schon leer. Rohes Fleisch. Alles Essbare kann dich töten. Das ist ein Satz. Das ist ein Satz. Alles Essbare kann dich töten. Das klingt so wie, keine Ahnung, beim Restaurant ihres Vertrauens. Auch wenn der Hunger dich plagt, rohes Fleisch zu essen ist meist keine gute Idee. Koch es über einem Feuer, um Lebensmittelvergiftungen oder Parasiten zu vermeiden. Gegartes Fleisch hält zudem länger und lockt weniger Raubtiere an. Das ist ja unheimlich beruhigend. Wills Mantel, den nehmen wir. Kleidung. Kleidung schützt dich vor Kälte. In der Wildnis dient deine Kleidung als Schutz vor den Elementen. Trage Schichten, um warm zu bleiben. Vergiss nicht, Wind ist dein Feind. Unterschiedliche Kleidung bietet unterschiedlich starken Schutz vor Kälte und Windkühle. Schnee und Wasser machen deine Kleidung nass, sodass sie dich nicht mehr schützt. Außerdem riskierst du mit nasser Kleidung Unterkühlung oder sogar Erfrierung. Halte sie daher trocken. Zu guter Letzt kann Kleidung dich auch vor Verletzungen bei Stürzen... Wer stürzt denn? Oder Begegnung mit Tieren, Hunde, schützen. Behalte dabei auch immer das Gewicht und die Beweglichkeit deiner Kleidung im Auge. Jo. Da haben sie recht. Wie schlecht geht's mir? So, wir haben hier... Astrid's Pack. Astrid's Koffer. Na, toll, ein Zahlenschloss. Super. Locked. Jetzt kommt eine Cutscene. Jack Rabbit Remote Transport, Mackenzie speaking. Whoa, slow down, Maureen. What are you talking about? It's okay, Maureen. I've got it from here. Hello, Will. What are you doing here? It's been a while, I know. Yeah. Years. I haven't heard from you since... I know. And I wouldn't be here if it weren't important. Well, what brings you... I mean, are you sick? No, not me. But I need to get to someone who is. Right. So you're still a doctor? Yes, I'm still a doctor. I thought that after... Why are you here? I need your help. There's an isolated community in the northern part of Great Bear. Someone there is very sick. Great Bear?
There's nothing there anymore. Not since... I know. But I have to get there. Still trying to save the world, huh? Somebody has to. What's that supposed to mean? Mackenzie, look, Will, I didn't come here to fight about the past. I need a pilot to take me somewhere remote. Someone who won't ask too many questions. Someone I can trust. Wait, questions? Astrid, are you in trouble? Are you gonna help me or not? What's in the case? See, there's that thing about no questions, remember? What's in the case, Astrid? No questions. Look, the weather out there is bad. Bad. But it's getting worse. You walk in here after years. I could have been dead. You could have been. And then you show up and you want me to just risk my life flying into the middle of the great northern nowhere to deliver you and some mystery metal case to some remote wilderness outpost. All because you walked in here and asked me to? Yes. Astrid, you can't bring him back. This isn't about that. I know how hard it's been. No. You don't know, Mackenzie. You don't know anything. You don't think I feel it too? Are you gonna take me or not? The longer I wait, the worse it'll get. Damn it. I don't have time for this. Wait. The worse what will get? Why do I have a feeling you're not talking about the weather? Because I'm not. Throw your bags in the plane. I'll get started on pre-flight. Mm-hmm. Better buckle up tight, because it's going to be a rough ride. Das kann man so sagen. Das wurde ein sehr holpriger Flug.